stand der Tod. Geliebte Personen geopfert, um zu überleben. Die Blutfehde, die Generationen überdauert, vom Vater auf den Sohn und darüber hinaus. Der Kampf ging weiter. Der Konflikt eskalierte und die Welt musste sich auf eine Seite stellen. Manche kämpfen für Rache, andere für Ehre, Pflicht oder eine Schuld, die nie vergolten werden kann. Und jeder hält seinen Grund für gerecht. Jeder greift nach dem Sieg. Koste es, was es wolle. Dieser Kampf ist in unserem Blut. Er ist in unserer Geschichte. Er ist unser Schicksal. Aber hier wird der Kampf für manche enden. Angesicht zu Angesicht. Faust gegen Faust. Blut gegen Blut. Vom Vater auf den Sohn. Und darüber hinaus. Alle Kämpfe sind persönlich.